Hallöchen und einen zauberhaften guten Abend und herzlich willkommen bei der Dienstagspolitik mit der wundervollen Romy Höhne. Und von und mit dem großartigen André Lampe. Hallo. Hallo, hallo Romy und hallo ihr alle da draußen. Ja, wir machen wieder Dienstagspolitik. Romy, wie geht's? Ganz gut. Ich hab dir gerade ja schon erzählt, dass ich heute irgendwie total aufgeregt bin. Ja. Ich habe keine Ahnung warum, also nicht so richtig. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir nach dem heutigen Abend 2 Wochen Pause haben. Das ist mir ehrlich gesagt gestern auch erst so richtig aufgegangen. Als ich so in meinen Kalender geguckt habe und dann so, ja stimmt, wir haben ja nur noch heute. Ja. Da war ich ein bisschen traurig. Nächste Woche ist an diesem Dienstag, das kann ich euch jetzt schon mal ans Herz legen, am Dienstag, den 14.06. Dienstag, den 14.06. ist ein Plötzlich-Wissen-Stream mit Inga und Julia. Die machen wieder eine Ladies' Night. Ich bin nicht da. Ich bin in der Weltgeschichte unterwegs, im Namen der Wissenschaft. Die Woche drauf, am Dienstag, den 21.06., bin ich in Wuppertal. Und wer Lust und Zeit hat, kann gerne in Wuppertal vorbeikommen. Um 16 Uhr bin ich da auf dem Solar Decathlon Europe 2022. Der hat jetzt noch nicht. Ich glaube, der fängt am 10.06. an und geht bis Ende Juni. Und da werden 20 oder 18 verschiedene Gruppen aus aller Herren Länder tatsächlich Häuser aufbauen, die nach neuesten Techniken und so weiter und so fort klimaneutral gebaut sind. Neue Innovationen für eine klimaneutrale Stadt. Nicht nur fürs Bauen, sondern auch, wie diese Gebäude miteinander interagieren. Und die haben da tatsächlich ein kleines Dorf aufgebaut. Und ich werde ganz viele Sachen von diesen neuen Technologien unters Mikroskop legen und quasi eine Mikroskopshow machen mit Dingen, die für klimagerechtes Bauen sind. Und ich habe da schon einen Haufen Zeug gekriegt. Also Dienstag, 21.06., wenn ihr in Wuppertal seid, kommt total gerne vorbei. Und hier von Forschungsstrom, die Fuzzy Leapfrog, ich kann mir immer nur ihren Frick heißt sie, glaube ich, Professor Frick. Tut mir leid, wenn mir ist dein Vorname gerade entfallen, aber auf Twitter auf jeden Fall Fuzzy Leapfrog vom Forschungsstrom. Die hält auch einen Vortrag über den IPCC-Bericht, den aktuellen, um 19 Uhr, glaube ich, also 2 Stunden, nachdem ich dran war. Das Programm ist wirklich toll. Das heißt also, wenn ihr Bock habt, kommt gerne vorbei. Und der Tag am 21. ist auch offen für Schulen und für die Öffentlichkeit und so weiter und so fort. Also ihr braucht kein Ticket, wenn mich nicht alles täuscht. Also ja, das sind die nächsten beiden Dienstage. Es ist schade. Also ich werde Frank auf jeden Fall vermissen. Aber dann geht's direkt weiter. Müsste der 28. sein, ne? Genau. Und dafür machen wir dann im Juli ein bisschen mehr noch unser kleines Spezial mit Jutta Paulus am 13. Juli. Von daher eine Folge mehr Dienstagspolitik als sonst, um es ein bisschen auszugleichen. Und ich finde es ja ganz lustig, dass du auch diese Tage unterwegs bist. Ich am 14. irgendwie im ICE zwischen Berlin und Halle unterwegs sein werde. Vielleicht kann ich ja mal das WLAN im Zug austesten und bei Plötzlich Wissen bei Ladies Night reingucken. Mal gucken, ob es klappt. Wahrscheinlich eher nicht. Am 21. bin ich, glaube ich, auf dem Weg nach Hessen. Also es ist gerade, ich verlasse Sachsen-Anhalt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Letzte Woche Brandenburg in Potsdam bei der Nahtrandtagung und jetzt irgendwie Berlin, Hessen und Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen kommen ja auch bald. Also es ist, ich bin auf einmal unterwegs. Ich weiß gar nicht, was los ist. Ja, viel los. Definitiv, was ja gut ist. Ja. Das ist ja total gut. Und ich habe ja dieses immer wieder erwähnte große Glück, ziemlich coole Leute kennenzulernen auf diesem Weg. Mhm. Weil es einfach überall tolle Leute gibt, die viele Dinge tun, um diese Gesellschaft voranzubringen und dieses Land. Und das macht mir auch immer Mut.
Ich finde das immer total großartig. Und danke, lieber Chat, um genau zu sein, Fockaffe, Claudia Frick heißt die gute Dame, die ich eben erwähnt, deren Twitter-Handle Fuzzy Leapfrog ist. Und Torben aus dem Norden möchte auch noch sagen, den Podcast von Claudia Frick und Florian Freistetter empfehlen, Das Klima. Ja, Florian ist auch ein guter Dude und mit Claudia zusammen. Ich habe, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe nur mal reingehört. Ich habe den nicht ausführlich gehört. Irgendwie habe ich das viele Bahnfahren und das viele Hin- und Herfahren und so ist weggefallen in den letzten Monaten und Jahren. Und ich habe echt wenig Podcasts gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe mal reingehört, aber alles, was Florian macht, hat Hand und Fuß. Und wer das noch nicht kennt, Das Klima von Florian Freistetter und Claudia Frick. Wir sind im Ministerium. Wir haben die Aufgabe von Herrn Müller bekommen. Falscher Tab. Ein Platz an der Tafel. Müller hat mir in Aussicht gestellt, dass ich ein richtiges Büro in Abteilung 2 erhalten werde. Alles, was ich dafür tun muss, ist belastendes Material gegen einen Kollegen aus der 2 zu finden und ihn verhaften zu lassen. Konsequenz bei Fehlschlag, verringertes Ansehen. Es ist nicht Game Over. Aber guck mal, Belohnung 5000 Ansehen. Wir erschlagen damit direkt Karriereleiter, weil wir müssen 1000 Ansehen sammeln. Wir haben im Moment, das könnt ihr gerade nicht sehen, ich mach mal gerade Escape, weil unsere Kameras sind davor in der Ansicht. Hier unten 6845 Ansehen kriegen wir, wenn wir tatsächlich so etwas tun. Das ist übrigens echt ein total schönes Beispiel für Handlungsspielräume, die man auch in so einem System hat. Die eine Variante, ein Platz an der Tafel, ist, wir machen genau das, was von uns erwartet wird. Ja. Haben damit die Karriereleiter entsprechend erklommen, schwimmen irgendwie weiter. Mhm. Oder aber wir sagen, Himmel, Herrgott, die Leute haben doch überhaupt nichts gemacht. Soll denen das Gleiche passieren, was mir passiert ist? Was ja wirklich genau die gleiche Situation ist. Ja. Nee, die würden hier sogar verhaftet werden. Also das wäre dann sogar noch einen Schritt weiter. Nee, wir wurden doch auch verhaftet und dann quasi in diese Wohnung reingeschubst und gesagt, wir schicken dich nicht in die Minen, sondern du musst in diesem Haus spionieren und bist jetzt der neue Hausverwalter. Stimmt. Ja, also es ist exakt also dasselbe wahrscheinlich. Ist exakt, genau, also dann wäre es genau, du hast völlig recht, na klar, die exakt gleiche Situation. Wir wissen nicht, ob die Person, die dann verhaftet wird, in die Minen geht oder quasi unser Nachfolger im Bodenblock wird, möglich. Und dann, wenn wir uns dafür entscheiden, das anzugehen, müssen wir ja die nächste Entscheidung treffen, wen von denen wollen wir loswerden? Die Person, die wir am wenigsten leiden mögen oder die Person, die möglicherweise zu aufrührerische Gedanken hat? Also was ist sozusagen unser Maßstab, wonach wir entscheiden? Mhm. Weil ich hadere mit dieser Aufgabe. Ja. Ich auch. Wobei. Es ist so ein bisschen, ich mach das hier mal wieder weg. Es ist so ein bisschen faszinierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da auch mal kurz drüber nachgedacht, wie das so aussieht. Auch so, weil das kommt ja heute, haben wir das letzte Mal gesagt, wir widmen uns dieser Geschichte, ich habe es auch auf Twitter geschrieben und so weiter und so fort, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, auf eine seltsame Art und Weise belastet mich das hier jetzt nicht sehr. Jetzt, wo wir drüber sprechen, fängt es an, eine größere Tragweite zu haben, weil wenn ich jetzt hier reingehe, es ist halt eine der Aufgaben, es ist halt quasi das, was du im Spiel abarbeiten musst. Es ist so ein bisschen getrieben davon, ich habe keine Ahnung, inwieweit das beabsichtigt ist oder nicht. Es ist so, das ist das Nächste, was jetzt im Spiel kommt, also machen wir das. So, ja, es ist so ein bisschen seltsam, aber dadurch, dass wir drüber reden, muss ich auch jetzt sagen, so, ach, puh, es ist hier Konsequenz bei Fehlschlag, ist nicht Game Over. Okay. Interessant. Wir können halt nicht einkalkulieren, wie stark unser Ansehen sich verringert.
Wir haben es ja bisher bei diesen anderen Entscheidungen irgendwie hingekriegt, dass wir relativ schadlos da durchgekommen sind, dass wir keine Anzeige erstattet haben oder nee, wir haben ja mehrfach keine Anzeige wegen unterschiedlicher Dinge erstattet oder haben selber das, die Medikamente besorgt auf dem Schwarzmarkt. Also das sind alles Dinge gewesen, Ja. wo Frank sich entschieden hat, irgendwie einen gewissen Highground zu haben. Und zu sagen, so, nee, das geht nicht, weil dann belaste ich entweder meine Tochter oder ich ruiniere die Karriere oder was auch immer sich Frank oder wir uns in dem Moment das, gedacht haben. Ja. Und das kulminiert jetzt hier so ein bisschen, weil wir hier keine andere Möglichkeit mehr haben. Wir haben hier ein Entweder-Oder. Ja. Und wir wissen, es gibt eine Konsequenz, wir wissen nicht, wie stark die Konsequenz ist. Und eigentlich waren wir auch ganz froh, dass das jetzt alles langsam auch zu Hause und alles läuft gerade irgendwie mal so ein bisschen entspannt. Keine Ahnung, ob wir dann hier wieder von vorne anfangen oder so. Wenn wir aber in diesem moralischen Highground bleiben würden, in dem wir die ganze Zeit waren, bliebe uns nichts anderes übrig. Das stimmt. Aber wir sind in einem Computerspiel. Das Genau. heißt, wir Aber könnten genau, aber die speichern. Frage ist ja, ja, guter Also, Punkt. um es auch so, Jetzt. also speichern von dem Sinn her, wird es super langweilig oder müssen wir tatsächlich aufhören oder neu starten? Oder was heißt, also. Ich bin mir nicht sicher, und das ist halt auch wieder so, dass dieses Antrainierte von mir, der ich viel Computerspiele spiele, so, okay, das ist jetzt die nächste Mission, die müssen wir jetzt machen, ist dahinter noch eine komplexe Storyline, die sich lohnt anzugucken, oder ist das dann noch so, noch 2 Stufen runter und dann ist es wieder, dann ist es vorbei, wobei ich auch diese Erfahrung machen wollen würde. Man könnte an diese Stelle zurückkehren, aber wir könnten uns auch entscheiden, das nicht zu tun. Das stimmt. Ich finde ehrlich gesagt, ich denke gerade drüber nach, ob es nicht eine gewisse Analogie gibt von einem Computerspiel, was irgendwie klar gesteuert ist und man irgendwie nur die an der Stelle jetzt nur die Wahl hat zwischen Ja und Nein und auch so einem System, in dem Frank unterwegs ist. Also ihm wird ja ständig eine Möhre vor die Nase gehalten, dass wenn er sich systemkonform verhält, also Ja sagt, immer, dann läuft der Hase und dann hat er irgendwie die nächsten Punkte bekommen, das nächste Ansehen, den Studienplatz fürs Kind, einen neuen Job für die Frau. Also was sozusagen auch immer es ist. Es ist immer die Möhre, die da hängt und die sagt, oh, lass dich korrumpieren, sei Teil von uns, scheiß auf deine Moral. Also ich überlege gerade, ob das eine passende Analogie ist oder nicht. Das würde mich interessieren. Also, falls ich da jetzt gerade irgendwen angestachelt habe, darüber nachzudenken, ich würde gern wissen, wie ihr das seht. Ob das eine passende Analogie ist. Und wenn wir halt dieses Spiel gewinnen wollen, wenn Frank dieses Spiel gewinnen will, funktioniert es nur, wenn er in diesem System mitschwimmt. Und dann hast du halt was wir mit Handlungsspielräumen haben. Du hast immer Möglichkeiten. Vorhin bei all den anderen Sachen ist er mit fast keinen Konsequenzen rausgegangen. Ja. Und hier ist die Frage, ist uns beziehungsweise ist Frank sozusagen es wert, hier zu sagen, auch nee, wirklich nicht, ich will jetzt hier nicht, weil ich will nicht, dass einer von denen in die Minen muss? Oder ist uns das Risiko zu hoch? Ja. Und auch ein schöner Beitrag hier. Guerilla Sheep, einen schönen guten Abend wünsche ich dir. Und der schreibt auch im Chat, ich habe den ersten Teil von Beholder abgebrochen, weil das Ganze zu sehr gegen meine eigenen Werte gegangen ist. Also wir haben damit, glaube ich, auch die ganze Zeit zu kämpfen. Ja. Deswegen brauchen wir für manche Entscheidungen auch so lange. Und dann ist gar nicht so wahnsinnig viel Zeit vergangen, aber bei uns halt dann doch ein ganzer Abend. Ja. Und ich habe gerade das Gefühl, als wäre das erste Mal, dass wir gar keinen Ausweg finden. Nee, wieso? Sonst Also ging es hier, immer irgendwie. ja, aber hier haben wir, bei den anderen Entscheidungen, die wir bisher hatten, war hier unten Konsequenz bei Fehlschlag Game Over. Das ist hier nicht so. Deswegen haben wir hier eine Mission. Eine Mission, da haben wir hier einen Handlungsspielraum, weil bisher war es so, okay, Game Over, wir müssen das jetzt machen, sonst ist das Spiel vorbei. Wir können uns jetzt dagegen entscheiden. Ich würde gerne mal so ein bisschen Stimmen aus dem Chat einholen. Oder eure Stimmen im Chat einholen. So passt es, glaube ich, besser. Oh ja. Wie ihr das seht. Also, ob wir
den Platz an der Tafel machen sollen oder ob ihr sagt, nein. Also es ist im Endeffekt ein Ja oder Nein. Platz an der Tafel ja oder Platz an der Tafel nein. Genau, Konsequenzen bei der Karriereleiter wird gefragt von Nikik, weil der sagt, wenn wir jetzt schon ordentlich Ansehen verlieren, wird das mit den 10.000 aber sicher echt schwer. Bei Karriereleiter ist Konsequenz bei Fehlschlag Ereignis. Also beides nicht Game Over. Es ist tatsächlich eine spannende Frage und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es gut, dass wir jetzt erstmal eine grundsätzliche Diskussion ganz am Anfang genau darüber gehabt haben. Oder haben. Ja, genau, ich kann mal eine Umfrage machen. Fockaffe. Fockaffe schlägt's vor. Ich mach das mal. Poll. So, Wie sollte ich die Frage stellen? Eigentlich, also es geht ja, die Frage wäre, belaste einen Kollegen Doppelpunkt ja und belaste einen Kollegen Doppelpunkt nein oder nur ja und nein, das müsste auch gehen. Belaste Kollegi? Fragezeichen. Belasten wir einen Kollegi? Du, ich werde jetzt, was das Gender betrifft, ich wäre jetzt von vornherein davon ausgegangen, dass wir einen der männlichen Kollegen nehmen. Das steht ja so da. Ja, stimmt. Wir können die beiden Frauen gar nicht nehmen, weil wir sollen ja die männlichen Kollegen belasten. Ist richtig. Zwei Minuten. Aber tatsächlich hatte ich nur Männer im Kopf. Gerade als ich überlegt habe, wer könnte es denn sein, habe ich nicht an die beiden Frauen gedacht, sondern wirklich nur an die beiden Männer. Ich auch, aber nicht wegen dem Gendern, sondern weil mir die Frauen irgendwie sympathisch sind. Und ich überlege gerade, ob mich die männliche Form dafür quasi dahingeschubst hat, dass ich nur an die Männer gedacht habe. Ja, ich habe eine Umfrage gestartet. Geht so weit. Nein, ich finde das auch eine wichtige Frage, tatsächlich. Ist es so, das führt zu einem anderen Denken, wenn da Kollegen steht. Es ist interessant. Ich habe an alle gedacht und mir sind aber die beiden Männer herausgestochen. Ne? Also die beiden Männer sind hier. Einmal Etage 2. Wilhelm Würger, der Old Man yells at Cloud und ist alles schlecht. Und Hans Meinhardt und Sibylle Fels und Chantal Siebold. Sind mir sympathischer gewesen. Aber ich habe halt beim Gendern tatsächlich an alle vier Kollegen gedacht. Aber es ist eine super spannende Frage, ob das so herum auch sein könnte. Ich habe nur an Männer gedacht. Oder die Männer sind einfach hier in dieser Etage durch Zufall beides die Unsympathen. Ja. Was einem nicht alles einfällt, während man irgendwie darauf wartet, dass so eine Umfrage vorbeigeht. Ja, also... Ich bin echt gespannt. Ja, siehst du das schon? Ja, du müsstest es ja sehen, ne? Ja, aber ich mach nicht mit. Ich hab so... Nee, ich auch nicht. Ich hab auch nicht abgestimmt. Ich bin überrascht. Ja, Horst hier sagt, ich hätte auch schon vorher die Unsympathen im Kopf gehabt. Nikik sagt, moralisch ist nicht machen wohl besser. Gameplay-technisch könnte das auch interessant sein, aber dann haben wir jetzt erstmal nicht so viel zu tun. So. 88% ja. Hallo Weirdbeat. Ich muss gerade an Duddle Nation denken. Duddle Nation hat letztens, ich glaube vor 2 Wochen oder so, gesagt, dass er spielt immer so, was wir nicht machen würden. Immer konträr spielt. Ja. Immer so, was könnten wir beide machen? Und dann macht er genau das andere. Und ich bin am Überlegen, ich glaube, an der Stelle hätte er nicht mit einem Jahr gerechnet. Also ich habe nicht mit einem Jahr gerechnet. Leute, ich bin geschockt über diese... Wie oft reden wir über moralische Zusammenhänge? Nein, Quatsch. 88% ja, dann? Meinst du, wir sollen den finden?
Also wir sollten nicht, wir sollen dem finden, wir sollen dem folgen. Naja, irgendwie habe ich jetzt zumindest ein komisches Gefühl, wenn ich es jetzt ignorieren würde. Also wir Ja. müssten das jetzt noch weiterhin in unsere Gedankengänge einbauen. Aber in unseren Grundargumenten ändert sich ja nichts. Und alle haben diese Grundargumente gehört und sagen eher, ja, belasten wir einen Kollegen. Und lassen wir Herrn Würger oder den anderen Kollegen verhaften und in die Minen werfen. Solche Leute. Aber ich komme damit klar, ich wollte nur Ja? meine Kritik dazu anmerken. Ja, dann machen wir Aber mal. ich kann es auch nachvollziehen, ehrlich gesagt. Also gerade auch im Sinne dieses Spiels und vorankommen und auch diese 10.000 Ansehen bekommen, im Sinne der Spiellogik, habt ihr natürlich völlig recht. Okay. ja. Dann ist die Frage, ich habe jetzt gerade mal nochmal Pause gemacht und auf Überwachung geschaltet. Ich sehe jetzt den Wachmann nicht. Wir haben jetzt schon 20:40 Uhr und sind noch im Ministerium. Die Frage ist, wenn wir das machen, wen denn? Ich wäre für Wilhelm Würger. Ja, ich auch. Wollen wir uns darüber austauschen, warum? Ich wäre interessiert daran, warum du Wilhelm Würger denkst. Aber ich wäre interessiert daran, warum du ihn nimmst. Und Ach du hast es so. zuerst gesagt. Ja, okay. Ich möchte Wilhelm Würger, weil er ja so eine extrem negative Einstellung zu allem hat. Das bringt doch alles nichts. Früher war alles besser. Also das sind ja seine Aussagen gewesen, wenn wir mit ihm gesprochen haben. Die Reformen bringen überhaupt nichts. Früher war alles besser. Es geht alles vor die Hände. Es wird alles immer nur schlimmer, ist ja quasi seine Catchphrase. Er hat auch gar nicht so veränderungsbereit irgendwie. Ja. So, warum sind rote Äpfel jetzt erlaubt oder was? Ich hau das immer durcheinander. Also der mit diesen kleinen Veränderungen, dass man jetzt auch zu Musik tanzen kann oder so oder sich bewegen darf zu Musik, dass sowas halt gar nicht geht. Und das finde ich dann. Ich hätte das genau so argumentiert. Okay. Dann hätte ich jetzt gesagt, ich sehe hier keinen Wachmann. Ja, Wilhelm Würger wird wahrscheinlich nichts Wildes tun. Es ist spannend, da oben sehe ich Licht. Das fällt mir zum ersten Mal auf. Ah, da ist. Wie lustig. Steffen Huberts ist noch da. Ganz offensichtlich. Ich würde jetzt die Kamera aus Frau Siebolds Büro, Frau Felses Büro rausnehmen und bei Herrn Würger erstmal reinknallen. Ich würde noch mal ganz kurz auf den Chat verweisen. Da kommen gerade super interessante Gedankengänge Okay. zur Personenauswahl. Also es sind tatsächlich mehrere. Insofern würde ich die mal so der Reihe nach machen. Einmal grundsätzlich, Niki, du hast mich natürlich. Mir ist der Bürger ja irgendwie sympathisch, mit in die Wolken schimpfen, kann ich mich identifizieren. Ja, das verstehe ich auch so ein bisschen. Und da hat Frogaffe einen super guten Punkt, dass der so mit sich beschäftigt ist, dass er uns halt auch nicht gefährlich werden kann. Also der macht halt sein Ding und ist halt berechenbar, ein Stück weit auch. Horsti sagt auch, dass er instinktiv für den anderen gewesen wäre. Da würde mich noch mal interessieren, Horsti, falls du aus dem Instinkt ein Bauchgefühl in Worte packen könntest. Wäre das total großartig, weil das würde ich gerne mehr drüber wissen. Und bei Frogaffe genauso. Also was wäre so bei euch dieses. Nee, ich hätte wen anders genommen. Vielleicht hättet ihr ja auch eine der Frauen genommen. Wir sind gerade so beide direkt auf die beiden Herren dazu. Aber vielleicht seht ihr das ja völlig anders. Und ich habe übrigens, ich muss das jetzt sagen, weil es wird ja aufgenommen, ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen da, dass wir das überhaupt tun. Wollte ich mal nur immer noch mal anmerken. Ja, ich finde das auch nicht in Ordnung und ich wäre auch dabei gewesen zu sagen, wir machen das nicht. Das ist total gut. Das freut mich. Und ich behalte mir erstmal, was ich jetzt mache, Spiel speichern. Ach, Weißt du, ich was wir kann auch keinen machen können? Spielstand erstellen. Ja. Ja, Naja, okay. ist wie im echten Leben. Wir haben nicht so viele Chancen. Ja.
Aber was wir überlegen könnten, ist bis die Entscheidung, dass wir uns die Entscheidung noch so ein bisschen vorbehalten und erstmal versuchen, die Büros zu verwanzen. Dass wir sozusagen über alle erstmal Informationen finden, dann haben wir vielleicht eine größere und bessere Grundlage, also eine bessere Grundlage auf jeden Fall für die Entscheidung. Also ob wir Herrn Würger Frage. nehmen oder Herrn Meinhardt. Oder ob wir die Frauen nochmal mit einbeziehen wollen. Da wollte ich gerade nochmal in den Chat gucken. Okay. Weird Beat, das sage ich total gerne, das wusste ich gar nicht. Im Moment ist Beholder 3 bei Steam im Sale. Das heißt, wer jetzt Frank ins Herz geschlossen hat, und wie könnte man das nicht, und Bock hat, Beholder 3 zu spielen, der kann das tun, weil bei Steam gibt es Beholder 3 im Moment billiger. Jo, habe ich das auch gesagt. Also, ich würde mich auch für die Argumente aus dem Chat wirklich sehr interessieren. Bei mir ist es so, wir haben hier Chantal Siebold. Die ist super fleißig und, oder, also das ist noch nicht der Grund, aber sie ist irgendwie sympathisch. Also sie ist so in ihrem Machen, also sie ist irgendwie sehr, also kommt gewissenhaft rüber bei mir. Und Frau Fels, ich meine, das mit unserem Austausch das letzte Mal von wegen, ey, du erpresst den, ich hätte jetzt gern die Akte meiner Tochter und bla bla bla. Und hast nicht gesehen, das war irgendwie cool. Also ich glaube, sie könnte eine interessante Alliierte sein. Und der Punkt, den Focaffe und Horst die aufgemacht haben, der Wilhelm Würger ist zwar verbittert und schreit Wolken an, aber ist im Prinzip harmlos und Hans Meinert eher nicht. Bei Hans Meinert, der ist halt griesgrämig und mein Eindruck von ihm war, ja, man muss halt Dinge nach Vorschrift machen. Und er hat ja auch, aber er hat auch diese seltsamen Aussagen getroffen mit so, kommen die Sachen wirklich vom größten Anführer? Oder sind das irgendwelche Leute? Also, ne? Dass man sich ein eigenes, also das klang für mich so ein bisschen, okay, du möchtest auch eigenen Handlungsspielraum dir erlauben und soweit du kannst. Das klang so ein bisschen, also, ja, weiß ich nicht. Der geht doch auch zu unserer sich prostituierenden Nachbarin, nicht Genau, wahr? ja. Ich schließe mich tatsächlich dem Gedankengang im Chat an. Dieses alle ausspionieren und dann zu gucken, dass wir von über alle Informationen sammeln. Oder wie Weirdbeard es sagt, ich bin auch für ein Assessment der Kandidatinnen und Kandidaten. Und bei Horsti, da würde mich natürlich interessieren, warum dir Chantal verdächtig vorkam. Die ist so. Weil André hat gerade ein ziemliches Loblied auf Chantal Siebold gesungen und dir kommt sie verdächtig vor und das würde mich vielleicht. Aber ich kann Horst hier tatsächlich nachvollziehen. Also, das fleißige Bienchen und wir haben ihr ja zweimal Briefe zugestellt, die irgendwie seltsam interessant adressiert waren. Auch irgendwie privat und hast du nicht gesehen. Und irgendwer im Chat hat da dann schon gesagt, ah, das ist wahrscheinlich ein Codewort, damit das niemand aufmacht und hast du nicht gesehen. Aber ich habe jetzt einfach mal für dieses Assessment, was ich gerade erzählt habe, versucht, diesen Teil meiner Paranoia auszubilden. Aber es ist ein Weg, den man nehmen kann. Also für mich ist, ich sag jetzt mal, Frau Fels würde ich nicht nehmen, aber alle anderen drei wäre ich auch, okay, lass uns drüber reden. Ja. Ich würde alle ausspionieren. Alle vier. Wir haben noch drei Kameras, das trifft sich ja hervorragend. So, dann, ich weiß nicht, ob wir genug Dietriche haben. Wir haben fünf Büroklammern. Hervorragend. Und dass wir die den Büros ausstatten, dann wissen wir einfach so ein bisschen mehr über die Leute. Und vielleicht stellen wir dann auch wirklich fest, dass es bei dem einen oder anderen Kollegen sowieso so viel Dreck gibt, der da irgendwo in der Ecke liegt, dass sich das relativ einfach ausschlachten ließe, ohne dass wir jetzt hier moralisch verwerfliche Probleme damit haben.
oder so. Ja.